Was geht ab, meine werten Freunde, und willkommen hier zurück zu einem neuen Part von Splatoon 2. Tut mir leid, dass der Sound wahrscheinlich im Hintergrund war. Aber es geht jetzt los. Es geht jetzt weiter. Wir werden uns das Anchovium da hinten noch krallen. Naja, eher mit unseren Saugnäpfen, weil wir sind der Squids. Also weniger krallen, sondern mehr... Wenn ich sage saugen, klingt das sehr falsch. Aber hey, wir starten hier in Part 5, glaube ich, müsste das sein, gut durch. Werden das jetzt erstmal hier alles sauber machen. Das geht ja gar nicht. Igitt. Widerliches Pink. So. Der da muss weg. That hurts. Der da muss weg. So, und jetzt zackig knackig hier. Zeigen wir euch mal, wo der Frosch die Long hat. Ja, 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 und weg. Upsala, das tut mir jetzt aber sehr leid. Ich bin da eiskalt an meinem Mikrofon hängen geblieben. Bam. Dieser Flip-Move ist voll geil. Muss ich ja mal so sagen, ne? Aufladen, zack, rein. Na, zu spät. Zack, bam. Super, super cooler Flip-Move. Wer hüpft da richtig raus aus dem Satinte? Finde ich cool gemacht. Guck mal hier. Okay, nur extra Punkte. Schade. Ich dachte schon, die haben die Karte so gut versteckt. Nee. Geht nicht meine Tinte. So, das sieht ein wenig gefährlich aus. Ein bisschen. Möglicherweise. Dieser Haralde. So, hier sind wir aber safe. Wie willst du da weiterkommen? Erstmal, dass man die abschießen kann, ist überhaupt eine Sache, ne? Kann man. Würde ich mal an der Stelle erwähnt haben. Und dann müssen wir da vorne links irgendwie hin. Zack. Was will ich haben? Den schießen wir ab. Der ebnet uns den Weg, zack, und dann sind wir da. So, ein Schlüssel. Aber wofür? Dafür. Aber irgendwo gab es noch was, was ich gerade übersehen habe. Ja, der Schlüssel war der richtige Weg. Es gibt auch noch was Zweites. Es gibt hier noch irgendwo unten, glaube ich, was. Hier unten? Nee. Da kommen wir hoch. Irgendwo müssen wir nämlich da hinten hoch. Hier unten ist nämlich was. Guck mal. Oh Gott, das war knapp. Wie kommen wir jetzt eigentlich hin? Oh, so. Wie sollte man da eigentlich hinkommen? Auch so. Okay. Bisschen seltsam für einen einfachen Weg hierhin. Aber gut. Grandschiene. So, damit kommen wir nämlich nach hier oben. Und hier oben ist die berühmte und sehr berüchtigte Karte. Yeah, Karte. Da oben ist sie. Da kommt man ganz easy ran. Müssen wir nicht auf die Fässer hier achten. So, von der aus kommen wir jetzt nämlich hier rein. Da kommen wir darüber. Und damit kommen wir da rein und kommen da hoch. Yeah! So, und da kommen uns jetzt Ziplanes entgegen. Ziplanes. Zack. So, die können wir runterfahren lassen. Und hoch. So. Ich wollte nur die Punkte haben. Danke. Die Hakpunkte, die erinnern mich irgendwie so ein bisschen an, ja, eigentlich ganz fies an diese Minen, die rumlaufen. Die sehen halt so ziemlich gleich aus. Klack. Headshot.
So, ab dem Moment, wo wir dich treffen, kommt da sogar ein X. Dieses Ziel-X da. Außen um den Kreis herum. Das bedeutet halt einfach nur, hey, wir können treffen. Oh nein, jetzt drehen sich die Dinger auch noch. Geht irgendwie wieder viel zu viel ab auf einmal. Kommen wir auf jeden Fall so schon mal nicht ran, also müssen wir den da erst drüber holen. Bevor wir uns dem Gegner da zu widmen. Ah, guck mal, da, versteckte Kisten. Klack. So, Points. Points of no return, auf jeden Fall. So, und jetzt hier rauf. So, der schon mal weg. Das ist ein bisschen dumm gelaufen gerade. Den da muss ich treffen. Ja, durch die Kiste und durch die Wand. Guck mal, wer da noch ist. Ein kleiner Fridolin. Boah, die Ballons sind dabei schnell weg. Jawohl, One-Shot. Und wir haben es geschafft. Die Invasion der Octotaps. Okay, es war vielleicht ein langer Titel. Klack. In grün. Invasion der Octotaps. Level 6 erfüllt. So, lass mich mal einen Blick in die Waffenbox werfen. Mann, hast ja richtig cool abgesahnt. Mann, bist du geil. Demonstrator. Was ist mit diesen beiden sich umarmenden geschehen? Ganz gleich, wie groß die Liebe ist. Es gibt immer Unterschiede in den Zielen. Liebe kennt sehr viele Gestalten, egal zu welcher Zeit. Falls du wieder zum Inkokulusplatz drückst, X und dann Plus. Oder einfach direkt Plus. Ach nee, Plus gibt's jetzt nur noch Waffen. Waffen! So, als nächstes hier. Megaputz in der Seitengasse. Mit Vorgabe von Adi. Schade. Schade. Naja, die nächsten, nächsten Level sind erstmal Waffenlevel, die wir schön freischalten. Achso, Heldenwaffe. Okay. Die hat, glaube ich, 3 Aufwertstufen sogar. Ich hoffe, nicht jeder hat so viel. So, da kommt unser namensgebendes Ding, ein Mega-Tintenkiller. Der gibt uns allerdings keine Punkte. Das heißt also, immer wenn der Kills macht, dann ist das für uns egal. Ist ein bisschen doof, aber wir können auf ihn reiten. So, da sind Mini-Tintenkiller. Die können uns wenigstens nicht wehtun. So, der wird aber auch irgendwann aktiv. Und ist uncool. Ist schon so ein bisschen fieser. Okay, ist tatsächlich nichts. Ich habe eigentlich gedacht, dass er wenigstens was ist. Tintenkiller haben Mega-Varianten haben eine sehr interessante Eigenschaft. Und zwar, die reagieren zum einen halt auf Tinte, ne? Ist ja klar. Aber bevorzugt reagieren sie sogar auf Explosionen. Da rasten sie dann richtig aus. Und ich bin wieder runtergefallen. Das heißt also, wenn irgendwo eine Explosion ist, dann gehen sie da bevorzugt hin. Und das merken sie auch auf größeren Distanzen. So, das hat er realisiert. Das merkt man dann daran, dass sie statt gelb-orange werden. So, wenn wir auf ihn draufstehen, können wir halt einfach irgendwo hinschießen. Dann bemerkt er uns nicht. Und er führt uns zum Ziel. Ganz simpel. Oh nein, das war ein extra Ballon. Tun wir den noch? Ganz knapp. Nee. Flupp. Aber wir haben den Save Point eh. Deswegen dachte ich mir, ich probiere es wenigstens mal. So, pro Checkpoint kriegen wir tatsächlich unsere Leben wieder. Also, die Leben gelten nur bis zum nächsten Checkpoint und dann haben wir sie wieder. So, screw you. Zack. So, da haben wir noch ein Kistchen. Ah, mit extra Points. So, sonst noch was? Nö. Außer dem Ballon, den wir verpasst haben. Mit dem Heldenkonzentrator hätten wir den erreichen können. Oder mit der Splatling.
Boah, das war knapp. Ah, Mist, hätten es trotzdem erwischt. Egal. Ist hier unten noch irgendwo was? Nö. Alio. Noch nichts gefunden. So, hier könnte aber was sein. Erstmal, dass wir uns besser bewegen können. So ein bisschen hier rumspritzeln. Dann brauchen wir unseren Freund, den Mega Master. Ach, Mist. So. Auf Tinte aus Bomben reagiert Tintenkiller besonders. So, wir können ihn auch einfach so herlocken. Oder auch nicht. So, da merkt er, zack, sofort orange, ist er sofort aktiver. Als die normal gängigen Leute. So, jetzt müssen wir da oben zum Tintensprenkler. Ah ja, und wenn wir unten sind, dann sind wir am Arsch. Weil das registriert er sogar noch eher als die Bomben. Ja, jetzt haben wir natürlich ein kleines Problem. Au. Das Problem heißt er da. So, der muss weg. So, da sind wir hin. Irgendwo müsste hier noch ein Secret sein. Jawohl. Führ mich mal dahin. Guck mal, da lecker Farbe. Okay, nichts. Schade. Guck mal, hier noch mehr lecker Farbe. Guck mal, hier ganz hinten. Hier ist ganz viel. Special Tactic. So, da, wie gesagt, da reagiert er sehr allergisch drauf. Aber nur kurz anscheinend. Guck mal da, ganz viel Farbe. Einfach drauf zufahren. Ich mach den Rest für dich. Du magst keine Tinte? Das ist kein Problem. Ich auch nicht. Zumindest keine rosane. So, da möchte ich aber trotzdem noch hoch, bitte. Dankeschön. Zack. Und extra Punkte. Da geht's noch hinten rum. Das sieht man. Ja, gucke mal. Ach, die Schriftrolle. Okay. Uiuiui, nicht runterfallen. Okay, aber die Anchovy haben wir doch noch nicht verpasst, oder? Hier kommen wir gar nicht erst hoch, da brauchen wir unseren Freund als Hilfe. Er muss also in einer gewissen Reichweite sein. Was versucht er da sauber zu machen? Und vielmehr, warum schafft er es nicht? Achso, er kommt da irgendwie nicht ran, weil er ein bisschen zu blöd ist oder so. Nein, da hinten bitte. Da hinten, please. Ich will einfach nur weiter. Danke. Danke. So, gewusst wie. Ja. So, hier unten ist nichts weiter? Nö. Oder unten die Schriftrolle, die haben wir aber. So, nächster Checkpoint, nächstes Glück. Okay, wenn wir hier runterfallen, kommen wir wieder hoch. Ja, ihr seid schlau, dass ihr beide zusammensteht. Ah, ich weiß schon, worauf das hinausläuft. Guck mal, das ist ja ein Anchovy sogar. Okay. Ey, guck mal, da hinten haben wir ein Schloss. Mit einem netten. Da ist doch was drin. Ja, so ein mega, mega Tintenkiller auf Doom. Guck mal, da unten ist noch eine Kiste. Da ist noch eine Kiste. Dürften aber nur Punkte drin sein. Die Anchovy haben wir schon gefunden. Okay, sogar so eine Punkte. Sehr schön. Flup, flup. So. Nochmal so eine Punkte. Sehr gut. Jetzt müssen wir nur noch den Schlüssel finden. Damit kommen wir dann zu Anchovy. Nein, 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 böse, böse. Ganz böse, ganz böse. Okay, das ist der Schlüssel. Zack. Oh, Tintenkiller, na super. Oh Gott, knapp. Führst du uns hin? Oh, so Anchovy. Achso. Ach nee. Voll verkackt. Ach Mano. Okay, dann gehen wir mal hier außen rum. Ich weiß nicht, ist da noch was? Ja, Tatsache, da ist noch was. Hey, nochmal extra Punkte. Sehr schön. So, jetzt müssen wir irgendwie hier nochmal hin. Wir können ihn kurzzeitig stunnen, wenn wir drauf schießen.
Nein, nicht gegen. Oh Mann. Du sollst doch nicht dagegen schwimmen. Du solltest eigentlich nur außenrum schwimmen. Jawohl. So, ich möchte zur Anchovy. Please. Man müsste tatsächlich hüpfen. Okay, dann machen wir es mal anders. So, schnell weg! Ja, also so dramatisch ist es jetzt nicht, ne? Oh. Ich sehe aber, wo mein Problem liegt. Ich komme da tatsächlich gar nicht hoch. Also muss ich sogar hier hin. Ich wüsste zwar noch einen Weg, wie ich den andersweitig machen kann, aber... Ich muss ja auch mal entscheiden, rechts oder links. So, und zwar können wir da hinten allerdings hoch. Zack. Aber warum sollten wir da hinten hoch, wenn wir den auch hier verwenden können? Komm mal her. Komm mal hier, mein kleiner Freund. Ja, du bist ein Söder. Du bist ein ganz toll. Ich hasse dich. Ich hasse dich einfach nur abgrundtief. Warum bist du so scheiße zu mir heute? So, zack. Mieser Harald. Ich hab dich befreit. Ich hab dir dein Leben geschenkt. Du bist wie mein Kind. Mein eigen Fleisch und Blut. Dann hintergeht er mich. Das ist cool. Und du bist weg. Amor. Letzter Checkpoint. Zack. Ach, guck mal, hier vorne ist wieder einer. Können wir befreien. Da ist ein Schlüssel. Damit können wir den befreien. Oh ja, mach mal sauber. So, damit muss ich mich um die unteren schon mal keine Sorgen mehr machen. Ich weiß, es gibt viel weniger Punkte, als es könnte, aber vielleicht kriegen wir zum Ende nochmal welche. So wie den hier. Ey, die sind zumindest abgelenkt, ne? Oder auch nicht. Die sind zumindest sehr tot. Du bist weg. Du bist weg. Guck mal, den da hinten will er zum Beispiel gar nicht. Nee. Den da will er bestimmt auch nicht. Ist doch viel zu nett. So, komm mal her hier, mein Freund. Ach, daneben. Zack. Perfekt. Ich habe nicht gedacht, dass es so gut funktioniert. Zack. So, da musst du mal hin, mein Freund. Guck mal, da kommt noch einer. Unterstützung. Oh, brauchen wir ein bisschen mehr Tinte. Da hinten musst du hin. Guck mal, da. Da war eine Bombe. So, da hinten musst du hin. Oder so. So, und weg. So, einmal da hoch. Zack. Und wir haben alles. Und tschüss. Ey. Und tschüss, Level. Geil, Mann, wir haben es geschafft. Mega Putz in der Seitengasse. Nice. Und klang. Erledigt. Nahezu alle Wege führen zum Inkopolisplatz und die coolen Wege sowieso. Junge Leute aus allen Meeren versammeln sich an diesem bunten Ort, um zu sehen und zu gesehen zu werden. Geil. Ja, aber... Meine Freunde, das war's für diese Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr keine Folge verpassen wollt, drückt auf Abonnieren. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Damit. Bis dahin. Peace out, euer Kunstplay. Ciao.